diese Platte noch und diese Platte noch. Nein, ihr seid schon hier. Verdammt, okay. Ja. der Hafen, der Weltraumhafen, ist noch nicht fertiggestellt. Das ist richtig, das sieht man hier und das wird er mal werden. Mit einer selbst sich regulierenden Steuereinheit und ja, also ich bin Davish, ich bin der Anführer folgender Fraktion und zwar United Starfleet Federation. Ich bin Game Together Mitglied und zeige euch jetzt schon mal die existierende Basis. Wir sind hier in einem Meteoriten und zwar in einem ziemlich großen. Ja, genau. Hier drin verstecken wir uns aktuell. Aktuell müssen wir uns noch verstecken und wir nehmen gerade mal den Turbolift. Der Betonung liegt auf Turbo. Bitte vergesst nicht, das Spiel ist noch in der Entwicklungsphase. Nun, ich zeige euch heute auf jeden Fall schon mal das, was von der United Starfleet Federation existiert und willkommen im Kommandozentrum. Das Kommandozentrum, ja. Da befinden wir uns momentan gerade. Es ist noch nicht komplett fertiggestellt und ich zeige euch mal, was bis jetzt existiert. Es existiert hier beispielsweise das Hologrammprojekt, in dem beispielsweise eben Blueprints hergestellt werden können, also beziehungsweise angezeigt werden können und nachgebaut werden können. Dazu beispielsweise könnt ihr hergehen und im Creative-Modus Schiffe bauen und die dann als Blueprint speichern. Das wäre eine Möglichkeit. Von hier oben beispielsweise sehen wir jetzt gerade den Weltraumhafen. Ich möchte beispielsweise den Weltraumhafen gerne so haben, dass er oben bei abgedeckt ist. Man sieht es jetzt gerade hier so, dass er die obere Grenze momentan sein, um eben auch von oben herab hineinzuschauen, und zwar aus dem Grund, weil hier nämlich so eine Art kleiner Business-Bereich entstehen soll und auch von hier sollte man in den Hafen hineinschauen können, um eben die Leute, die da anlanden, sehen zu können. So, dann haben wir hier natürlich momentan noch manuell zu öffnen und schließen der Tür. So, richtig, pass auf. Wir haben hier ein paar Erkennungsmechanismen, was Feinde angeht. Bis jetzt ist ehrlich gesagt noch kein Feind hier eingedrungen. Dennoch müssen wir ein bisschen aufpassen und uns im Verdeckten halten. Ich zeige euch gleich noch alles, wie ich mir das so vorstelle. Nochmal, wie gesagt, wir sind hier Moment, die Fraktion. Die United Starfleet Federation und das Ganze basiert darauf, natürlich irgendwo ein bisschen auf Star Trek. Und nachdem ja jetzt vor kurzem erst Leonard Nimoy verstorben ist, möchte ich ehrlich gesagt in meinem eigenen Interesse, ja, ich möchte ihm irgendwo gedenken und jetzt sind wir hier mit der United Starfleet Federation. Hier ist der Fabriksektor aktuell mit, wenn ich mich nicht irre, 6 Fabriken und ich glaube 5 Werkstätten, also Fertigungsrobotern, die in der Lage sind, entsprechende Sachen herzustellen. Dann haben wir hier im Prinzip den Übergang zum Kommandosektor. Er ist noch nicht final. Ich stelle mir hier das ja so vor, dass wir hier den Projektorbereich haben. Das heißt, hier lassen sich Schiffe projizieren, die im Blueprint existieren. Das heißt, vorzugsweise könnte man hergehen und könnte Schiffe im Creative Mode konstruieren und dann als Blueprint sichern, um sie dann hier nachzubauen. Warum macht das Sinn? Ich ehrlich gesagt sag mal so, man kann sich darüber hinaus entsprechend austauschen und natürlich, klar, wir könnten diverse Schiffe, beispielsweise Shuttles oder Minenschiffe entsprechend
serienmäßig fertigen, auch wenn jemand keine Ahnung von irgendwas hat. Und darum geht es hier nämlich. Wir sind im Space Engineer Community Projekt von Game Together. Der Server wird gehostet von Game Together und natürlich auch entsprechend bezahlt von Game Together. Und wir bieten euch die Option, natürlich alles zu lernen, was es über Space Engineers zu wissen gibt. Und dafür arbeiten wir momentan gerade schon und das schon seit Februar und nicht nur in dieser Funktion. Leider Gottes kann ich euch jetzt heute gerade nur diese Funktion zeigen, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession. Und ich zeige euch mal, was ich so alles vorhabe mit der United Starfleet Federation. Wir haben hier dann als Alternative noch die Konföderation unabhängiger Systeme. Sie wollen eine Handelsfraktion bilden zwischen allen Fraktionen. Ich denke, das wird diplomatisch relativ anstrengend werden. Und wir haben die Cypher Industries and Logistics. Ich denke, das hört sich irgendwo nach dem gleichen. Hier Felix Cypher, unsere Serverhauptverwaltung sozusagen. Und wir haben hier Keep Calm and Build. Sie wollen sich auch als neutrale Fraktion momentan gerade. Ich weiß nicht so genau. Wird man noch sehen. Weiß ich nicht. Es gibt hier auf jeden Fall den Server mit 19 Mods, basierend beispielsweise auf Stargate Technologien, und die sind nicht unbedingt gerade billig, aber da kommen wir auch hin. Der Gedanke liegt darin, dann Sektor 000 sozusagen mit einem Haupt-Stargate zu unterstützen. Und somit auch Leute, die hier neu beginnen, in ihre jeweilige Fraktion schießen zu können, beispielsweise. Muss man aber alles noch sehen, ist alles noch nicht final. Und jetzt werde ich euch erstmal noch den restlichen Rundgang gewähren. Wir sind ja gerade eben schon nach oben gefahren, jetzt fahren wir wieder runter. Und ich zeige euch mal, was ich mir hier so vorstelle. Manche Bereiche sind momentan noch nicht geschützt. Das gilt beispielsweise für den Raumhafenbereich. Und der ist eben da unten. So, wir kommen gleich an. Und dann werde ich euch gleich mal zeigen, was ich mir und wie ich es mir vorstelle für die United Starfleet Federation. Hier unten stehen schon ein Bohrschiff und ein Kampfshuttle bereit. Hier hinten ist ein Beginnerschiff, wie man es zu Beginn erhalten kann, sofern man sich ja noch keine Besitzzimmer zugelegt hat. Das wird auf jeden Fall der Raumhafen werden, mit verriegelbarem Eingang, Ausgang etc. pp. Und alles ist irgendwo in diesem Meteoriten verriegelt. Ich zeige euch das alles gleich noch. Hier stelle ich mir im Übrigen, Moment, ich mache mal eben Licht an, einen Art Business-Bereich. Ich weiß noch nicht genau, wo der Overhead-Control-Center sein wird, denn die von oben erzeugte Gravitation reicht nicht bis hier unten aus. Gleichzeitig sollte natürlich auch eine zentrale Kontrolle des Tores stattfinden. Ich denke, entweder auf dieser Seite oder eben auf der anderen Seite. Wir werden zur entsprechenden, ja, zur entsprechenden Zeit werden wir hier, so jetzt, werden wir hier den Asteroid freisprengen. Momentan ist er noch ziemlich dicht. Das liegt einfach daran, dass hier alles noch am Beginn ist und wir uns irgendwo gewissermaßen schützen müssen. So, dann haben wir hier, hier stelle ich mir ja vor den Business-Bereich, und hier hinten, beziehungsweise nach hier hinten, stelle ich mir gerne einen Übergang vor. Der wurde schon gebohrt vom Ressourcen-Shuttle. Und das hier, hier wäre so ein Bereich, wo man hier so ein geschütztes bzw. verstecktes Geschütz oder vielleicht sogar zwei unterbringen könnte.